Beste Zeitangabe. Aber wirklich. Okay. Ich brauche. Wann kommt denn der Renja? Keine Ahnung. Also könnte es sein, dass sie erst. Keine Ahnung. Hat gerade Termin mit unserer Schwester, ja. Vor allen Dingen auch, sie hat mir gerade geschrieben, dass sie wahrscheinlich ein bisschen später kommt, weil sie gerade mit ihrem Dad unterwegs ist. Und dann habe ich sie auch gefragt. Aber, also, weil sie eigentlich mit der Vera was hatte. Also einen Termin hatte. Ja, das dachte ich mir auch. Care to hear my song again? Ja, einfach noch mal kurz Lied hören, weil dann bekommen wir ein bisschen Inspiration und dann müssen wir wirklich dringend los. Jetzt haben wir nur noch minus 2, ein oder so. Gut, danke. Aber ja, Vasu ist so, ja, das Beste, um in das Spiel reinzukommen und als rauszugehen. So cool. So, gut, wir brauchen dringend Inspiration. Letztes Mal. Ach, diese Steine, ne? Letztes Mal haben wir ja, bitte, haben wir ja das Medaillon entdeckt, gefunden. Na gut, dann gehe ich halt außen rum, oder wieder zurück. Genau, und jetzt können wir dem Typen, den, wie heißt der, 500 Stein Bob? Keine Ahnung. Hast du den legendär mit H geschrieben? Ja, mit Absicht. Ich wollte eigentlich noch legendär, also wie man es halt spricht, nicht wie man es schreibt, also E-H-E-A. So wollte ich es eigentlich schreiben, aber ich dachte, das wäre dann übertrieben. Schmerzen. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich ja die legendäre Milch einbringe, aber das ist ja nur lustig für uns beide. Also. Schnappt euch eure legendäre Milch. Eigentlich könnte ich das hier einführen, oder? Ja, super lustig. Ah, da ist. Da drüben. Also mir wäre es nicht aufgefallen, ja. Du schreibst ja auch sehr, sehr lustige Kombinationen, sag ich mal so. So. Genau, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu dem Bär. Und vielleicht dann. Das spricht nicht für dich, ey. Ich raste hier aus. Ich raste aus. Ah, schön. Ja, jetzt wird es, glaube ich, gerade Nacht. Ich hoffe, dass der Bär da noch da ist. Aber sollte eigentlich schon da sein. Mit H! Legendär mit H! Ja, der Titel, legendärer Künstler versus Community. Ist ja gerade auch falsch. weil gerade meinen wir ja zusammen so ungefähr. Kann doch nichts dafür.
Ah, er ist da. Hallo. Howdy. Howdy, Parma. Wegen der Dichtmasse. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Yeah. There's only one thing I want that I can't seem to get. I want to get into that fancy club, The Roots. They're such exclusive little buggers. I need the password. Get me that password. Okay, das, ja. Okay, dann können wir das noch nicht machen. Also, das Amulett ist nicht das Passwort. Okay, alles klar. Ich dachte irgendwie, man kommt rein, wenn man das Amulett hat, aber ist wohl nicht so. So. Willst du was anderes im Titel haben? Ja, würde. Wow, ist das laut. Würde sich, glaube ich, anbieten, aber mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht fällt dir ja was ein. Kannst du den ändern? Ich glaube schon. Und gehen wir eigentlich? Was ist das eigentlich? What can I brew you up? Ach so, zusammenbrauen, okay. Ciao. You have a good day now. Wieso machst du nicht deine Quest Amulett zurückgeben zum Beispiel? Erkenne ich. Ja, ach so. Oh Mann, ich habe das irgendwie schon abgehakt. Ja, stimmt. Oh Mann. Wow. Gut, ja, dann alles wieder zurück auf Anfang. Cool. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass wir das Amulett gefunden haben, dann abgegeben haben und dann zu Vasu. Ja. Gut. Ja, achso. Super. So. Oh, wieso kann die nicht schneller laufen? Schon mal bei der Quest. Erscheint die. Ja. Ja. Dann ist das wohl so. Habe ich es nicht abgelegt. Ah, ich weiß warum. Ich hatte ja noch diesen Trank. Und habe dann geschaut, ob bei der heißen Quelle was ist. Stimmt. Und du hast dann gesagt, so, nee, ist nichts. Und ich wollte es aber selbst heraus. Stimmt. I can remember. So, stehst du immer noch da? Bestimmt. Du hast ja keine Hobbys oder nichts. Was? Ja, da vorne ist er. Ist schon traurig, dass er irgendwie zwei Schritte vom Fundort quasi weg war. Oh, ein bisschen tragisch, der Arm. Hi. Oh, you found my amulet. I thought I lost it for good. Es hat der Glück, dass ich da war. Es sah irgendwie wichtig aus. Ja, machen wir mal wichtig, weil das ist zu. Ja, bei mir nicht. Das da ist zu eingebettet. This is a key to my organization, The Roots. We're committed to the proper use of dream teas. The proper use being to use them. Mhm. We get our fair share of trouble from the Shez. They think tea should only be used for sacrifice. That's why we have to be so careful. Davon habe ich auf einen Steckbrief gelesen. Ist das sicher? Was ist, Nice. Legendärer Künstler streift planlos durch die Natur. Okay. Das passt.
Gut. Davon habe ich auf einen Steckbrief gelesen. Ich weiß nicht, ob das den dann verschreckt. Ist das sicher? Meint er da den Tee? Oder? Ich glaube, ich bin. Ja. Stimmt ja, ich hab's ja gelesen. Well, yeah, the Shes are always harassing us about it. They're upset because we use the holy tea instead of leaving it to get moldy like they do. They have plenty of their own tea to sacrifice, but they want to rescue ours specifically. You should hear the crazy plots they come up with to steal from us. Maybe don't mention any of this to them. You seem like an honest person, though. If you want to give it a try, come visit us. Our meeting place is kind of hidden away. Not everyone in Nava understands Dream Teas, you know? The door is on the outer wall of the city, facing toward the sea. Take the underground tunnel starting near the bread stand in Nava. There is a walkway that leads right to the entrance. These amulets are a ticket inside, but you just tell the person behind the door that the password is Dreamland, and I'll make sure you get in. I'll see you there sometime. Thanks again for finding my amulet. Cool. Dann verrate ich mal das. Mir fällt gerade auf, du bist noch nie den Tunnel runter. Doch, bin ich. Da kamen wir ja nicht weiter, deswegen sind wir. Ja, sind wir wieder zurück. Also, ich denke, das ist der Tunnel, den die meinen. Komme ich hier bitte? Ja. So wenig? Mehr. Krass, -2 ist halt ein bisschen bitter, ne? Naja, aber wir kommen da schon raus. Bis zur Tür. Ich weiß nicht, ob wir bis zur Tür gegangen sind. Also wir sind. Beim Tunnel kann man ja rausgehen auf so einen Balkon. Und ich glaube, wir sind nur bis zum Balkon gegangen. Soweit ich mich erinnern kann. Aber das werden wir gleich sehen. So. Sollen wir jetzt zuerst da rein oder sollen wir das Passwort gleich verraten? Ich glaube, wir kamen nicht weiter. Aha. Mal was ganz was Neues. Ich glaube, ich gehe erstmal so da rein. Ich meine, an sich können sie es ja nicht wissen, dass wir jetzt das Passwort kennen, aber okay. So, dann wollen wir mal. Ui, ist es dunkel. Bisschen zu dunkel, oder? Ja, geht gleich wieder raus. Okay. Genau, hier waren wir. Und hier sind wir nicht entlang gegangen. Genau. Tonight at the Tarnished Teapot. Wieso hängen die hier draußen? Na ja, egal. So. Na? Bist du eingeschlafen? Ah, sieht fast so aus. Oder der hat ein bisschen zu viel Tee getrunken. Das ist die Tee, ne? Na, wie geht's euch? Ja. What's the password? Ist mir nicht. Ist mir doch egal. Come on in then. Alter, wie dunkel. Warte, ich mach mal für euch ein bisschen heller. So. Wir machen. Och, Menno. So.
Die Tunnel sind echt cool. So eiförmig. Was ist das hier? Den übrigen Tee-Einlage. Ja, komm. Kann ich da irgendwie rudern? Ah, wow, ich kann lenken. Voll schön dort. So, was ist da? Blautraum-Tee. Aha. Silbertraum-Tee. Naja, ja, cool. Dann schippern wir mal wieder zurück. Weil ich glaube, hier können, also die wollen, glaube ich, nicht reden. Du kannst... Hä? Ja, will ich auch nicht. Ach so, okay, dann muss ich jetzt wohl einen Blautee trinken. Na gut. Lodo muss deine Liebe zu Hase unter Kontrolle bekommen. Okay, auf einen nicht so erholsamen Schlaf. Was ist der Silber? Silbertraumtee. Ahrzeit für ein aufregendes Nickerchen. Dann machen wir mal. Tobi kommt an die Reihe. Oh, gehen wir mal wieder. Gut, dann machen wir mal den Blautee. Okay. 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 Ich will noch mal einen Tee. Yay! Okay, dann Silber. Tee, was macht der? Also der Blaue war eigentlich so schweben wahrscheinlich. Oh nein! Achso. Hihi. Oh, da darf ich den Wasserfall runterspringen? Ist ja cool. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ah, da ist die Erde. Du musst die... Achso. Achso, der Blaue. Den muss ich nochmal nehmen. Okay. Da kommt das Cyberpunk-Training raus. Gut, dann wollen wir mal in das Loch springen. Die kommen ja gar nicht hin. Wow. Ich glaube, ich habe jetzt wieder Inspiration. Gut, Blautraumtee. Dann wollen wir den nochmal versuchen. Ersparen. Blautraum. Yay, endlich wieder neue Inspiration, ja.
Das ist echt so. Ah, ja, jetzt sieht's anders so aus. Schön, schön. Ja, viele Luftballons. Heißluftballons. Soll ich hier auswählen, was ich mitnehme oder was? Ach so, ich kann den Baum umfällen oder ich kann ihn gießen. Ja, wir gießen ihn natürlich. Was ist los? Oder? Ich gieße dich. Oder? Hm. Ah, Rechtsklick. Boah, wieso wackelt das so? Das ist mal ein... Okay. Krass. Das war anscheinend von Miraculix. Der Speedzauber dran. Ah, schön. Gut. Jetzt haben wir fast wieder eine Inspiration. Kannst du es auch nochmal mit der Axt machen? Mit. Ja. Aber ich will den Baum nicht fällen. Das ist doch böse. Entschuldigung, geh weg da. So, einmal nochmal. Und dann fällen wir den mal. Sagt ein Schreiner und ein Holzbildhauer. Ja, das ist genau dasselbe wie, nee, ist es nicht. So, dann nehmen wir mal die Axt und dann werden wir wahrscheinlich bestraft und sterben und dann muss ich das Spiel neu starten. Dam, 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 dam. Entschuldigung. Komm her. Du Baum, du. Wow. Was machst du denn jetzt hier? Hallo. Spring dich jetzt weg, du. Gut. One shot, not bad. Easy. First try. Gut. Dann sagen wir mal den Bären, was wir gefunden haben. Und dann hallo. Und dann, ja, bekommen wir die Dichtmasse und dann können wir ein Floß bauen, dann können wir darüber segeln. Okay. Was haben wir denn gerade? Also Lehmhaus, Sternhülle, Giftmauerruinen, Windmühle. Können wir ja hier alles nicht machen, glaube ich. Windmühle gab es hier, glaube ich, auch nicht. So.